Liebe Leute, Hallöchen, willkommen bei A World of Little Legends. Wir haben das letzte Mal begonnen, unsere Burgmauern aufzubauen, unser Gebiet abzustecken und schon etwas Terraforming betrieben, auf unspektakuläre Art und Weise, weil wir einfach nur unseren Weg gebahnt haben. Wir haben es noch nicht für Deko-Element genutzt. Vielleicht kommen wir diese Folge schon dazu, denn wir haben dann aufgehört, dass wir draufkommen sind, hey, oben ist noch offen. Oben ist unsicheres Gebiet. Und bahnen uns jetzt unseren Weg durch den Berg hindurch, denn wir wollen ein bisschen was von diesem Berg schon noch bei uns haben, aber wir wollen die Mauer komplett geschlossen haben, bis auf Eingangstore danach. Und da machen wir jetzt direkt weiter. Ich glaube, wir müssen uns eine neue Schaufel oder was auch immer machen, eine Hacke, Werkzeug aktualisieren und dann geht's weiter. Da holen wir uns gleich neue Fortifications, damit wir die Mauer immer sofort nachziehen können. Also, springen wir gleich rein in A World of Little Legends. So. Ja, ich hatte recht, unsere Mauer, nicht unsere Mauer, unsere Holzaxt ist hinüber, aber wir haben das letzte Mal, vorausdenkend, eine gebaut. Weil wir wussten, die alte schaut nicht mehr so gut aus. Jo, die Prämisse, dass wir hier terraformen können, ist das Gebiet oben clearen. Wir müssen hier alles wegmachen. Wir werden das nach und nach machen, damit wir sehen, wie wir uns hier eigentlich fortbewegen werden. Was passt denn jetzt schon wieder nicht? Liegt da noch was? Ha, da war Gras, okay. Mit der Sense, da kriegen wir am meisten weg. Ich weiß nicht, ob der Baum zu nah dran steht auch. Nein. Mit der rechten Maustaste könnt ihr terraformen, ja? Wenn das nicht funktioniert, immer unten am Rand ansetzen, dann ist irgendwas im Weg. Dann habt ihr oben mit der Schaufel vielleicht ein Feld gemacht, was man urleicht übersehen kann, weil schaut's. Wenn man... Wenn man da... Na, nicht mit der Hacke, meine ich eigentlich. Das geht wieder weg, das meine ich. Das kann man relativ leicht übersehen, das war vorher sogar noch unauffälliger. Aber einfach wieder der gleiche Move und das geht weg. Immer unten ansetzen. Wir können nicht Gras schräg gehen, wir müssen da relativ gerade vorgehen. So, ich würde sagen, da können wir jetzt ein bisschen runtergehen. Weil wir die Steine nachher platzieren müssen, ne? Ich würde eigentlich zur Baumallee runter. Alle. Zur Baumallee. Und da dann rechts rüber. Nein, essen. Mittagspause. So, Holzhacke. Es ist so angenehm, mit dem Mausrad einfach durchzugehen. Ich mag das sehr. Ach, nicht runterrutschen. Es sieht aus, ob ich runterlaufen würde, aber man rutscht runter, wenn man zu nah am Abhang ist. Flutscht man einfach weg. So, das schaut eigentlich nach einem relativ guten Gebiet hier schon aus. Rechte Maustaste. Michi, komm. Ich versuche immer wieder die linke. Ich glaube, das wird diese Schaufel auch nicht überleben. Na, was haben wir da im Weg? Steine. Wir brauchen es eh. Wir haben fast alle Steine aufgebraucht für die Mauern. Und wir sind noch nicht fertig. Oh Gott, Schaufel, du schaffst das. Schaut's, wie gerade wir sind. Also auf der Minimap unten seht ihr, wo die weiße Mauer endet. Wir haben das jetzt per Zufall richtig gut abgeschätzt. Ich versag gerade nur ein bisschen hier. Weg. So. Immer nachgehen, nicht so viel Abstand lassen.
Sonst ist die Gefahr da, dass man sich wieder zumauert. Dieser Apfelbaum hier von uns ist nie aufgegangen. Den müssen wir eh entfernen. Schaut euch das an. Oh, yes. So nice. Das ist so smooth. Es erinnert mich gerade ein bisschen an die Dicta-Höhle. So nice. So, dann müssen wir einmal noch. So, wir brauchen neue Steine. Oh, ich bin so gespannt, ob es ausgeht. Gut, dass wir überall Eingänge gebaut haben bei unserem Haus. Darf ich dein Ei haben? Nein, darf ich auch nicht. Entschuldigen Sie bitte, wie kommen Sie hier rein? Ist das das Huhn, das uns das letzte Mal entgegenkommen ist? Als ich gerade die Mauer umschließen wollte? Ich glaube schon. Werte Dame, Sie dürfen auch ins Schlafzimmer rüberwandern. Da gehen wir nämlich sehr selten rein. Ja, genau. Wie sie auf mich hört. Wie sie auf mich hört. I'm shooked. I'm just shooked. Oh nein, wir haben wirklich keine Steine mehr. Nein. Wir haben sehr viele Mauern gebastelt gerade. Sehr, sehr viele. Aber to be fair, wir brauchen ja oben auch Ausgänge. Aber es geht sich trotzdem nicht aus. Es geht sich trotzdem nie und nimmer aus. Habe ich das Copper noch mit? So, legen wir da mal ein bisschen ab. Oh, wir haben noch ein paar Steine. Moment. Aber aus denen kriegen wir nichts mehr raus. Das reißt uns zumindest hier nicht raus. Schaut, 12 haben wir da noch. Wir haben da oben doch ein bisschen mehr Fläche noch. Weil wir werden oben natürlich auch Türen reinmachen, ja, auf zwei Seiten und auch an den links und rechts an mehreren Stellen, weil es uns sonst irgendwann auf die Nerven gehen wird, dass wir immer rundherum laufen müssen. Aber das hilft uns jetzt trotzdem nicht. So, wir legen ab. Ja, hier will ich einmal. Und Copper, da war ich schon richtig. Wir brauchen jetzt eine gescheite Spitzhacke. Wir kommen leider mit der Steinhacke nicht weiter voran. Dann nehmen wir sogar zwei mit. Und Schaufel holen wir uns auch gleich eine. Und Hacke ist auch schon ziemlich hinüber. So. Mhm. Den Rest können wir da mitnehmen, das ist nicht so tragisch. Wo ist die Werkzeugbox da? Einfach aufräumen. Ich möchte das schön aufgeräumt haben, bevor ich gehe. So, die haben wir alle untereinander, wo wir brauchen. Der Rest schaut gut aus. Machen wir uns auf den Weg. Wir werden nicht so weit weg müssen, denn da oben, da hinten, ist unser Steinfeld. Das ist eigentlich unsere Pseudomine. Schaut, wie schnell das gewachsen ist. Oh, sehr schön. Das haben wir das letzte Mal erst angepflanzt. Hier fehlt eine Karotte. Ah. Bin enttäuscht. Schaut sich das an. Das fehlt uns hier noch alles, ja? Was jetzt nicht drastisch viel ist. Aber doch noch ein bisschen was. Ob man nicht sogar mit einem 99er Stack Steine auskommen, aber ich würde sicherheitshalber zwei einfach abbauen. Man bekommt pro Stein 3 Stück. Nicht immer. Im Idealfall. Aber schaut, da haben wir sogar 4 bekommen jetzt als Ausgleich dafür, dass vorher nur 2 waren. Waren das sogar 5? Jetzt haben wir 28. Schauen wir mal.
4 Stück. 2 Stück. Ja, ich glaube 4 ist das Maximale. Aber es geht recht gut voran. Ich habe mir auch das letzte Mal, wie ich gegrindet habe. Schatz, da oben ist eine verlassene Farm. Wir hätten die eigentlich mit reinnehmen können. Wir sind grausam. Wie ich das letzte Mal die Materialien gesammelt habe, habe ich mir auch überall einfach die Bautische hingebaut, weil die kosten dich nichts. Die kosten ein bisschen Holz und das Hin- und Herlaufen ist einfach teilweise zu mühsam, auch wenn es so ein bisschen Spielflair dazu gibt. Das ist Story. Einfach, du musst zurücklaufen zu deinem Haus, aber wenn ich wirklich rein Materialien sammle. Dann baue ich mal das schnell, reiß ab und fertig. Vor allem, wir werden ja noch eine ganze Stadt bauen. Das heißt, wir können diese Tische wirklich wieder aufsammeln und benutzen. Die sind jetzt nicht umsonst. So, wir haben gleich ein 99er Stack voll. Dann probieren wir es einfach mal. Wie gesagt, wir werden ja Tore auch noch reinmachen. Und ich überlege gerade, ob man wirklich vollends umrunden mit Wasser oder ob man dieses Berggebiet hinten lassen. Ich finde das eigentlich sehr stylisch. So. Wir haben 99. Wir haben kein Holz mit. Gib mir schnell Holz. Lieber Wald hier. Na komm, geh da hoch. Schatz, es passt doch hier sehr gut zur Farm. So. 38 Stück. Ich glaube, damit kommen wir aus. Ich glaube, damit kommen wir nicht aus. So viele Türen können wir nicht bauen. Come on. Das geht nicht. Steine. Bitte noch Steine. Wir gehen wieder ins Gebiet rüber. Schaut's. Es ist nicht so, dass wir jetzt keine Steine hier hätten. Dass wir da lang danach suchen müssen. Aber knapp. Es ist sich wirklich knapp nicht ausgegangen. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir hinten... Nein. Wir bleiben beim Ursprungsplan, glaube ich. Wir werden einen Wasserweg durchbahnen, so wie jetzt auch die Mauer. Das heißt, das Wasser ist sowieso wieder vom Berg umgeben, aber wir ziehen das durch. Können die Steine darauf gehen, bitte, damit ich sehe, wie viel ich schon habe. So, also ich schneide die Videos nicht, ja. Was ich offline mache, sage ich euch eh dazu, aber ich werde auch das Grinden jetzt nicht schneiden, weil sich das hier schön ausgeht in der Folge. Ihr könnt sicher jetzt ein paar Minuten vorspulen. Da passiert nichts Aufregendes jetzt. Einfach nur gemütliches Abbauen. Und Lilienfeld. Sind es Lilien? Sind es Maiglöckchen? I'm not sure. So, gucken wir mal. Wo machen wir die Tür? Ich würde sagen, hier, dass man quasi hinten geradeaus rausgeht. Dort rauf geht. Oder? Schaut, da kommt man hier rauf. Und kann hier gleich raus. Uff. Ist ein bisschen mühsam. Also man kommt auf einer Seite... Wobei, man hat einen schönen Drall. Schaut's runter und wusch rauf. So, da haben wir eine Tür schon mal.
Ich hätte hier unten noch eine gebaut. Hier. Schatz, das ist unser letztes Puzzlestück jetzt. Mit unserer letzten Tür haben wir das letzte Stück bekommen, das wir hier zumachen. Aber wir brauchen noch mehr Türen. Wir brauchen nach links und nach rechts auch Türen raus. Die werden wir nur einfach machen. Das heißt, der Haupteingang besteht aus 4 Türen, aber die Seitentüren sind zwar mehrere über die Länge und Breite hinweg, aber dafür nur einfache. Haben wir Holz dabei? Nicht viel. Also ich brauche auch die Bodenplatten. Ich glaube, da hatten wir noch welche. Also erstmal Holz, danke. Bodenplatten haben wir noch ein paar. So, wo ist das Tor? Da. Machen wir gleich noch mehr. So, wir haben jetzt 10 Tore. Sollte definitiv reichen. Dann gehen wir eine neue Schaufel machen. Und dann machen wir den Wassergraben. Schau mal, da oben ist ein Eingang. Dann machen wir hier noch einen Seiteneingang. Ich muss ein bisschen großzügiger zu mir selber sein. Ich werde am Ende sonst genervt sein. Oh nein. Geht das bei den Mauern nicht? Oder habe ich das nur falsch platziert? Oje. Das heißt, es kann sein, wenn ich das Spiel schließe und speichere, dass auch die anderen Türen rausfallen. Wobei die eh gerade platziert sind. Das heißt, wir brauchen hier andere Mauern als Basis. Ich check noch immer nicht, was diese Fortification eigentlich genau ist. Also materialtechnisch gesehen. Das heißt, wir brauchen Steinmauern. Brauchen wir Steine? Haben wir fertige Steinmauern irgendwo? Ja. Ich nehme sicherheitshalber mehr mit. Ich habe keine Steine, ich kann keine Steinmauern machen. Blödsinn. Aber komm, wenn ich da bin, hole ich die Schaufel, dann lassen wir dabei die Türen Türen sein und machen den beginnen den Wassergraben. Ah nein, ich habe noch eine Schaufel. Vergangenheits-Michi. Hat mitgedacht. Okay. Wo ist der Durchgang? Da ist der Durchgang. Bitte einmal die Mauern. Dankeschön. Bin mir jetzt nicht sicher von der Breite her. Das geht. Okay. Das funktioniert. So. Dann gehen wir da einmal runter. Genau auf die Höhe. So, dann haben wir 3 Felder abbaut. 1 fürs Tor und 2 jeweils für die Mauer. Wir werden hier auch nochmal müssen. Wir werden uns sonst verfluchen, wenn wir hier keinen Eingang gemacht haben. Weil da drüben ist der Haupteingang. Aber andererseits, wir müssen ja drinnen sowieso rundherum laufen. Nur hier bei dieser Wasserstelle nicht. Wisst ihr, was wir machen? Machen das, was wir von Anfang an hätten machen sollen.
Wir haben hier einen Wasserdurchgang. Das ist quasi unser Kanal. Das ist unser Abwasserkanal, ja. Der zieht sich hier durch unter den Stall und kommt hier raus. Das passt so. Dann haben wir da nämlich zwischen den Stellen genau hoch nochmal eine Fläche. Und können jetzt noch, ohne neue Materialien zu machen, hier rechts eine Tür ansetzen. Und können von hier aus gleich den Wassergraben weitermachen. Yes. So, hier. Brauchen wir wieder Apfelkuchen. Ich esse mich hier blöde. Mhm. Perfekt. So. Hier die Strecke passt. Wir fangen nach der quasi Brücke. Halleluja. Wieder an. Wie habe ich denn... So, linker Mausklick. Ich bin nicht der Obermeister hier, was Terraforming angeht. Wir wollen bis auf die Brücke bei der Eingangstür. Das wirklich nah dran haben. Perfekt. Machen wir breiter auch noch, ja. Hallo, liebes Mausrad. Sei nicht so übermütig. Nein. Oh, das wird so anstrengend. Wir werden viele Schaufeln brauchen. Rechter Mausklick da, linker Mausklick da. Mit dem rechten bauen wir den Berg ab und mit dem linken fügen wir das Wasser hinzu. Achtung, Holzfäller benötigt, Holzfäller benötigt. Übrigens, Stein. Ich habe gehört, wir brauchen Steine. Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Rechter Mausklick beim Berg, linker Mausklick am Boden. Gehen wir da ein bisschen rein, dann lassen wir hier ein bisschen Berg dazwischen. Damit es nicht ganz so clean ist, ne? Oh, sich der kleine Bach durchzieht. Wir müssen das Ganze nochmal machen, damit wir breiter machen. Just saying.
So wird er nämlich erst richtig schön. Kann ich mit der Sense auch? Nee. So, wir wollen hier einmal durch. Und zwar. Rechter Mausklick am Boden, haben wir gesagt. Ein rechter Mausklick, um den Berg wegzumachen. Linker Mausklick fürs Wasser. So, jetzt nach oben. Ja, jetzt müssen wir wieder Holz fällen gehen hier. Hätte ich da oben damals die Items alle geholt, dann wäre jetzt hier alles schön frei. Habe ich aber nicht. Ich bin ewig weit weglaufen wieder. Aber da wollte ich auch ein bisschen von den Geheimstätten entdecken. Wo ich lustigerweise gar nicht so viele gerade gefunden habe. Bei meinem letzten Verlaufen, ich glaube in Folge 2 war das, habe ich viel mehr von denen entdeckt. Da habe ich ja gleich urviel Gold gehabt. Ich glaube, wir haben immer noch 30 Goldbahnen gerade. Allerdings bin ich da auch 500 Koordinaten gelaufen, ja. Deswegen nie vergessen, solltet ihr euch wirklich trotz Minimap verlaufen. F3. Und ihr habt die Koordinaten da, links oben. Und macht euch einen Screenshot mit dem Handy von eurer Base. Entweder am Spawnpunkt wirklich machen die Base, gar nicht weit hin und her laufen, oder ein Screenshot von den Koordinaten machen. Das ist wirklich so der Notfallplan schlechthin. Ich mache die sicherheitshalber auch weg. Ich meine, wir haben so unendlich viel Büsche und Bäume und alles, was wir da im Laufe der Zeit aus Versehen mitgenommen haben. Wir können das dann wirklich schön dekorieren im Nachhinein, ja. Gut. Schaut okay aus. Die Steine holen wir jetzt aus Prinzip. Ich nehme eh auf, oder? Ja. Ganz schlimm, wenn man zwischendurch abbricht und dann glaubt, man nimmt weiter auf, aber man tut's nicht. Das ist nicht gut. So, bevor wir uns wieder runterbegeben, essen wir einmal. Nein. Machen wir gleich breiter. Ich sag, wir brauchen zwei Reihen vom Wasser, damit das wirklich nach was ausschaut, ja. Ja, da oben ist Wasser, deswegen. Warum rinnt es nicht einfach runter? Ich möchte es wegmachen und dann füllt sich das automatisch auf. Das fände ich sehr nett. Habe ich das damals selber gemacht, leicht? Es ist kein natürliches Wasser hier. Nein! Nein! Unsere Schaufel ist hin. Das war jetzt wirklich unsere letzte. Aber schaut, auf der Minimap seht schon, wie weit wir schon sind. Habe ich das Kopperohr mitgenommen? Nein.
Weil ich ein Dödel bin. So. Dann müssen wir wieder zurücklaufen. Wir haben hier einen Crafting-Tisch, aber nicht dafür. So. Liebe Haushennen, guten Tag. Darf ich mal? Hallo. Dankeschön. Was habe ich da nochmal drinnen? Ah, die Westen. Stimmt, da kommt dann meine Ausrüstung quasi rein. Wir werden auch alle Westen natürlich bauen. So, wieder da ein bisschen die Samen ablegen. Wo haben wir denn die Patches hin? Habe ich jetzt... Ich habe das ganze Holz abgelegt, oder? Ja, wir brauchen mehr Schaufeln. Ich sag's gleich. Wir bauen uns 3 Schaufeln. Die Hacke haben wir da noch vorgebaut. Der Rest schaut noch okayisch aus. Diesmal nehmen wir das aber gleich mit. Weil wir jetzt nicht wirklich das Inventar voll machen gehen, von daher... Können wir ruhig ein bisschen Ausrüstung mit uns tragen. So. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe, weil hier ist keine Tür. Hier ist die Tür. Holen wir mal das Wasser hinterher. Linksklick am Boden, haben wir gesagt. All the dirt. Mit Dirt und Sand, glaube ich, kann man Kupfer herstellen. Ich glaube, das war das Basisrezept. Man grabt auch Kupfer aus. Also nicht Kupfer, aber das Kupferohr. Da zum Beispiel. Ich bin jetzt gerade ein bisschen still, weil es gibt jetzt nicht so viel zu sagen hier. Ich grabe. So. Das geht nicht. Das ist zu schmal hier. Wir können das natürlich dann noch ausweiten. Wenn wir sagen, wir wollen da einen richtig fetten Burggraben drumherum haben, dann können wir das in der Zukunft machen. Aber jetzt schauen wir mal, ob uns das überhaupt so passt. Da ist ein Stein. Komm, ich brauch dich. So, und wir sind gleich durch. Wir sind hier gleich durch. Oh, da war gerade ein bisschen ein Grafikfehler.
Ich habe immer das Bedürfnis, mich umzudrehen, wenn ich einen Schritt in die andere Richtung gehe, aber das muss ich nicht, dann macht's automatisch. Wir sind draußen. Wir sind in der Freiheit. Wunderbar. Wunderbar. So, wir haben uns einmal quer durch den Berg gebuddelt. Wir machen das aber rundherum. Aber da machen wir das nächste Mal weiter. Und dazwischen schaue ich mal, ob ich ein bisschen Materialien sammeln gehe, damit wir auch Werkzeuge und so weiter machen können. Weil ich glaube, dafür haben wir theoretisch alles. Liebe Leute, die nächsten Folgen werden alle Terraforming sein, bis unsere Burg fertig ist. Und dann wird es wieder cool, wenn wir uns den Weg anschauen und das neue Gebiet für unsere neue Stadt. Und wir werden auch noch den Eingangsbereich unten basteln. Also, wir haben viel vor uns, wir haben große Pläne. Bis zum nächsten Mal. Bye.